Willkommen, Freunde, zu einem neuen kleinen Horrorprojekt. Wir spielen heute, man sieht es schon, Pineview Drive, ein kleines Horror-Indie-Projekt von den Entwicklern Risk Games. Ja, einige werden jetzt sagen, Risk Games, die kommen mir doch bekannt vor. Tatsächlich, das sind die Feuerwehr oder den Feuerwehrsimulator 2014 entwickelt haben. Unter anderem hat das der gute Gronkh gespielt. Und dann an dieser Stelle mal viele Grüße an den guten André Burger von Risk Games. Und vielen Dank an den Key, den ich von den Entwicklern freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich wollte in dem Hauptmenü anfangen, weil ich finde das einfach super gemacht. Wirklich gefällt mir sehr gut von der Aufmachung. Ich bin ja einer, der wirklich sehr aufs Hauptmenü achtet bei solchen Spielen. Und ich finde, da kann man schon viel rausholen. Nicht immer so ein einfaches Hauptmenü und so. Ja gut, da unten sieht man nochmal Concept Art and Idea, André Burger. Und Graphics hat er auch gemacht, zusammen mit dem Daniel Peters. Und ja, gut, ansonsten gucken wir uns die Credits einfach später mal an. Das Ganze basiert auf der Unity Engine. Sieht wirklich sehr interessant aus. Weiß nicht, wie viel das wirklich dann kosten wird hinterher. Und ich glaube, das Ganze erscheint dann am 31. Juli. Ich weiß es gar nicht genau. Naja, egal. Infos seht ihr wie immer dann unterhalb der Videos oder innerhalb der Videobeschreibung. Und wir starten einfach mal. Das Ganze ist übrigens auf Deutsch. Ja, deutscher Entwickler, na klar. Aber es gibt auch englische Untertitel. Und wir fangen einfach mal an. So, ich bin wirklich gespannt. Ich habe, glaube ich, ungefähr... Boah, wie lange habe ich gespielt? Eine Minute. Interessant ist übrigens auch, dass das Spiel angeblich darauf reagiert, wie wir reagieren. Also wie sehr wir uns wohl gerade fürchten. Ich kann mir noch nicht viel drunter vorstellen. Aber es hört sich wirklich interessant an. Und ich stehe einfach auf solche Indie-Games. Gerade die Unity Engine, da habe ich ja schon 1000 Spiele mitgespielt. Zum Beispiel Slender's Arrival basiert ja auf der Unity Engine. Könnt ihr euch natürlich vorher auch einfach mal einen Trailer angucken zu dem Game. 20 Jahre später. Der aktuelle Spielstand wird automatisch in jeden neuen Spieltag gespeichert. Es gibt, glaube ich, insgesamt maximal 30 Spieltage. So. Nochmal das Mikrofonkabel hier ordentlich machen. Leider ist es bei mir noch nicht so ganz dunkel. Wir haben leider Sommer, das heißt, es wird immer wirklich erst sehr spät dunkel. Ansonsten spiele ich natürlich solche Spiele immer im Dunkeln. Ihr solltet Tag 1 dieses Spiel natürlich nur im Dunkeln schauen mit Headset, wie immer. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. Ah, der Anfang ist so ein bisschen tatsächlich wie... Moment, ich muss mal kurz den Controller hier noch wegtun. Ah, das ist hier, sonst... So... Der Anfang ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Slender's Arrival. Also man kommt ja irgendwo mit dem Auto an. Gut, wir sind jetzt nicht gegen den Baum gefahren. Und wir befinden uns hier bei Pineview Drive. So ein kleines Herrenhaus hier. Irgendwas ist, glaube ich, mit unserer Frau passiert. Und länger als, ich weiß nicht, wie lange war das? Länger als eine bestimmte Zeit kann man es wohl in diesem Herrenhaus nicht aushalten. Ja, wer ein bisschen mehr zu der Story erfahren möchte, guckt entweder hier weiter bei mir... Oder mal bei Steam, da gibt es eine kurze Zusammenfassung, aber ich will ja jetzt auch nicht viel spoilern. Ich weiß jetzt aktuell auch nur, dass wir hier bei diesem Herrenhaus angekommen sind. Alles andere habe ich schon wieder vergessen und verdrängt. Und wir wollen irgendwie das Verschwinden unserer Frau aufklären. So, ja, sieht auch auf jeden Fall auch so ein bisschen nach Unity Engine aus. Und wir gucken mal, ob wir hier reinkommen. Verschaffe dir Zugang zum Grundstück, finde dazu den Schlüssel zum Tor. Gut, ich könnte jetzt stundenlang suchen, aber wie gesagt, ich habe eine Minute reingespielt. Und in der Zeit habe ich den Schlüssel gefunden, der ist jetzt auch nicht so schwer zu finden. Der liegt nämlich unterhalb dieses Schildes. So, es ist ein sehr kleiner Schlüssel, den findet man nicht so einfach. So, mit E können wir Gegenstände aufnehmen und benutzen. Und da seht ihr ja schon, wir haben den Schlüssel aufgenommen. So, jetzt gucken wir uns aber kurz nochmal das Auto an. Ob da irgendwas drin ist. Ich glaube nicht. Vielleicht eine Waffe? Eine Schrotflinte? Nein, natürlich nicht. Ja, und hier also der Straßenname. Das ist der Titel des Games. Pineview Drive. Mal gucken. Da kreisen übrigens überall Vögel, wahrscheinlich Krähen. Über dem Anwesen. Und hier so Figuren, so Wasserspeier. Oder halt Torfiguren, die man halt da oberhalb des Tores aufstellt. So. So, weiter war ich, wie gesagt, auch noch nicht. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Okay.
Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Unserer Frau. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Das sollten wir. In der Tat. Okay. Und ihr seht, es ist auch noch hell. Also kein Grund, irgendwie Angst zu haben. Wir gucken jetzt mal, dass wir einen Weg finden, um in das Haus zu gelangen. Oh, ein Brunnen. Was war das? Also nochmal, das Spiel kann wohl irgendwie merken, wenn wir Angst haben, aber na, Angst. Wer hat hier Angst? Also ich habe nie Angst in solchen Spielen. Das wäre Angst. Ich bin ja ein richtiger Mann. Das wäre ja lächerlich. Also ich bin ja keine Mimose. Insofern wird das Spiel mich wahrscheinlich gar nicht packen können. Aber wie er wieder große Töne spuckt, der PZ. Ah, das sind Spinner. So, guck mal, was haben wir hier? Einen Sandkasten. Oder eine Futterkrippe oder... Ich weiß es nicht. Kompost. So. Die heilige Mutter Maria mit ihrem Kind, würde ich jetzt mal sagen. Also, ein gläubiges Haus. Aber wenn wir an die heilige Mutter Maria glauben und an Gott, dann glauben wir wahrscheinlich auch an den Teufel. Deswegen hat wahrscheinlich der Teufel hier irgendwie schon seine Finger im Spiel. Mutmaße ich jetzt mal so. Und eine Schaukel. Das heißt, wir hatten wahrscheinlich auch Kinder hier, oder? Würde ich jetzt mal so überlegen. Und keine Physik. Die Schaukel bewegt sich. Also bewegt sich von sich aus. Ja. Ich hoffe, das ist nur der Wind. Übrigens, mit Shift können wir laufen. Also ein bisschen sprinten. Was wir sonst machen können, weiß ich gar nicht. Ich habe mich die Steuerung auch noch nicht groß angeguckt. Ich hoffe, das wird mir noch so ein bisschen beigebracht. Und mit E können wir halt Gegenstände dann aufnehmen. Und so groß ist das Anwesend eigentlich gar nicht. Da ist noch so eine Vogelscheuche. Hier sind überhaupt ganz viele Figuren überall. Hier ist noch ein Hintertor. Eigentlich müssten wir... Okay, das ist ein anderer Schlüssel. Also wir gucken uns natürlich jetzt hier erstmal so ein bisschen um. Oh, creepy. Ich beobachte ihn. So, ich habe irgendwie das Gefühl, da hinten ist dann... Ach, das ist das Meer, oder? Ah, okay, deswegen. Dieses Meeresrauschen im Hintergrund. Mit einem Leuchtturm im Hintergrund. Ja, sehr schön, sehr schön. Und ich würde mal sagen, das ist Herbst hier gerade, oder? Anhand der Farben des Laubes und so an den Bäumen. Okay, hier ist, glaube ich, nichts Interessantes mehr. Hier ist noch so ein Holzkarren. Und hier sind noch weitere Figuren. Können wir vielleicht die Lampe nehmen? Nee, ich glaube nicht. Ah, das ist noch ein Schlüssel. Perfekt, super. Oh, da ist... Ich wollte gerade sagen, da ist Munition für die Schrotflinte, aber das sind Batterien. Du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Das heißt, wir können die Batterien nicht einfach so mitnehmen. Oh Gott. Ja, okay. Klar, das sind die guten AAA-Batterien. Die man natürlich nicht in die Tasche stecken kann, bevor man eine Taschenlampe in der Hand hat. Das ist klar. Na, egal, okay. Ja, ich glaube, hier geht es irgendwo schon rein, oder? Die Axt können wir natürlich auch nicht nehmen, um uns zu wehren. Warum auch? Wir haben ja bestimmt ein Schweizer Offiziersmesser in der Tasche irgendwo. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Wofür haben wir denn den Schlüssel eben gefunden? Und wofür liegen hier nochmal Batterien? Und da ist so ein Amboss. Okay, dann, wobei, wir gucken hier auch nochmal kurz rein. Aber ich finde, das ist bis jetzt eigentlich ganz atmosphärisch gemacht. Also ich liebe ja solche Spiele, wo man auch so ein bisschen freier rumlaufen kann, ein bisschen suchen muss. Man muss wohl hier innerhalb des Spiels relativ viele Schlüssel finden. Und das können wir eigentlich ganz gut, glaube ich, mittlerweile. Hallo. Egal, die sich jetzt bewegen wird. Ja. Ja. Ne? Habe ich bei mir im Garten auch stehen. Neben der Figur von mir natürlich. Da ist so eine Verzierung an der Fassade. Und eine Kobra. Warum? Man hört im Hintergrund noch irgendwelche Frösche quaken und so. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal, hätten wir vielleicht am Anfang schon machen sollen, zum Haupteingang. So, was haben wir hier noch? Auch weitere Figuren. Die wachen hoffentlich über uns. Oder töten uns später.
Das ist nochmal so eine Frau. Da fehlt der rechte Arm. So, hier der Brunnen. Oh, das ist tatsächlich ein Frosch. Ach, wie cool. Guck mal, der bewegt sich sogar. Das ist ja cool. Ich mag ja so Details im Spiel. So, da ist eine Tür. Und wir gucken nochmal kurz, ob hier auch irgendwo vielleicht versteckt noch was liegt. Na gut, also solange es hell ist, ist das Spiel ja noch relativ freundlich zu uns. Also wird sich bestimmt gleich noch ändern. So, hier eine Vase. Da sind bestimmt immer Schlüssel dran. Aber ich würde sagen, der Schlüssel, den wir eben aufgesammelt haben, der ist bestimmt hierfür. Ach, da rechts sieht man vom Schlüssel dann noch einen zweiten Strich. Das heißt, ein Strich heißt ein Schlüssel. Dann haben wir jetzt schon zwei Schlüssel gefunden. Und gerade die Tür aufgemacht. Und das ist die Eingangshalle vom Anwesen. Und wir werden empfangen von wunderschöner Musik. Und eine Uhr. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Einen ersten Hinweis. Ah, okay, die Tür geht von selber zu, aber wir können wieder raus. Das ist sehr ungewöhnlich für solche Spiele. So, kann man vielleicht hier irgendwie, nee, die Lampen, die Kerzen anmachen. Oh, guck mal hier, haben wir einen Lichtschalter, Moment. Oh, das finde ich ja auch cool in so Spielen, wenn man selber das Licht anmachen kann und ausmachen kann. Super, auf jeden Fall. Oh, guck mal, ein Engel. Oh, wie süß. Können uns übrigens, glaube ich, nicht bücken. Ich kann mal ganz kurz gucken. Option, aber da haben wir im Grunde... Oh, die Schattenqualität ist nicht auf hoch. So. So. Oh, so eine Uhr finde ich auch klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Kuckucksuhr quasi. Also so eine Standuhr ist eigentlich keine Kuckucksuhr. Wow. Also ich habe mich nicht erschrocken, aber der Charakter gerade. Ein Telefon. Was ist denn das? Ist das unser Lebensbalken oder unsere Angst? Ah, eine Zimmerpflanze, die lässt aber auch die Blätter hängen. So. Okay, da haben wir das Licht wieder. Ja, Freunde, es wird etwas gruseliger langsam. Hallo, ich bin's. Er sollte mal renoviert werden. Die Tür ist verschlossen, findet den passenden Schlüssel. Ich habe gesagt, wir müssen viele Schlüssel finden und auch viele Lichtschalter aktivieren. Aber wir erinnern uns, wir haben ja noch einen Schlüssel im Inventar gerade. Guck mal hier, das ist scheinbar die Familie, die hier mal gelebt hat. Drei Kinder und Mutter und Vater. Und da geht schon wieder die Standuhr da hinten. Und das ist wieder, keine Ahnung, Mutter Gottes, die gute Maria. So, hier kommen wir auch lang. Sag mal, ach ja, wir haben ja noch gar keine Taschenlampe. Alles verschlossen. Hallo. Ah, guck mal hier. Da gucken wir schon raus in den Garten. Okay, hier Licht an. Auch zu. Dann geht die Tür einfach mal durch uns durch. Na gut, okay. Ihr seid ihr verziehen. Ich hoffe natürlich, dass wir die Taschenlampe jetzt hier gleich irgendwo finden. Streichhölzer. Mit den Streichhölzern kannst du Kerzen anzünden. Ah. Genau das habe ich ja eben versucht. Und hier sind Zigarren. Aber wir rauchen natürlich nicht. Ich als überzeugter Nichtraucher natürlich nicht. So, noch ein Schlüssel. Es tut mir natürlich leid, wenn es jetzt hier noch so ein bisschen dunkel ist. Aber das ändert sich dann hoffentlich jetzt gleich ein wenig. So, was haben wir hier? Ein Decker Brothers Flügel. Ah, okay, jetzt könnt ihr auch ein bisschen was erkennen hier. Weiß nicht, ob da hinten auch noch eine Kerze stand, ich glaube nicht. Vielleicht können wir hier die Kerze, die Lampen, nee. Aber es sieht cool aus auch mit dem Licht, ne, mit dem Flackern. Überhaupt, Kerzen in Horror-Games sind eigentlich unersetzlich. Durch das Flackern halt gerade. Ich mag auch den Stil von dem Herrenhaus, alles so halt schon etwas älter. Altmodisch würden einige von euch jetzt sagen. Und auch der Hintergrundsound super gemacht. Ja, wo kommen wir jetzt weiter? Wir können natürlich im Foyer einmal die Treppen hochgehen oder nach draußen und versuchen, die hintere Türe zu öffnen. Wir haben aber auch noch einen Schlüssel gefunden. Oh. Hä?
Oh, ist das dunkel. Noch ein Schlüssel. Ich sehe hier genauso wenig wie ihr, wirklich. Keine Ahnung, wo die Taschenlampe sein könnte. Da ist noch ein Schlüssel. Streichhölzer, wie machen wir denn Streichhölzer an? Boah, ist das... Alter Schwede, ist das dunkel. Aber ich glaube, die Streichhölzer sind tatsächlich nur für Kerzen und 3 haben wir noch übrig. Sollten die vielleicht da nicht alle nutzen? Wer macht das Licht hier mal aus? Okay. Boah, diese Uhr, die ist ja auch klasse. Die macht mich so ein bisschen nervös hier gerade. Sollen wir hier vielleicht auch nochmal Licht anmachen? 3. Ich weiß nicht so recht. Wir gehen mal die Treppe hoch. Da ist nochmal so ein Lichtschalter. Und die Uhr meldet sich wieder. Boah, ist das dunkel. Da gehe ich bestimmt nicht rein. Das ist noch dunkler. Das ist nicht gut. So, hier, da hängen überall so Wappen und so. Hui. Ich habe keine Angst. Nein. Ich habe natürlich keine Angst. Ah, der Lichtschalter hat jetzt aber sehr viel geändert. Ah, scheiße. Okay, ist verschlossen. Boah, ist das dunkel, da gehe ich doch nicht hin. Das war sehr sinnvoll. Okay, hier ist eine Tür. Ach so, okay, die sind beide zu. Okay, wir haben nur noch ein Streichholz. Da ist eine Tür. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was liegt, aber hier ist nur noch ein Bild, glaube ich. Okay, die ist zu und die ist offen. Schlafzimmer mit dem Spiegel. Wir gucken besser einfach nicht rein. Erstmal gucken, ob wir hier einen Lichtschalter haben. Oh, Batterien für eine Taschenlampe, die nicht existiert. Und eine Spieluhr, die aus dem Hauptmenü eben. Toll, jetzt haben wir keine Streichhölzer mehr. Ah. Ah, ich mag die Musik ja irgendwie. Ein Haus Gottes. Ich überlege gerade, ob wir rausgehen. Hier ist auch noch eine Türe. Ich glaube, wir gehen nochmal raus, oder? Ich will die Taschenlampe finden. So, hier können wir auch nichts mehr anmachen. Müssen uns nochmal ein bisschen hier umgucken. Ich habe irgendwas übersehen. Bestimmt. Was? Was war das? Ich habe keine Angst. Nein, ich habe... Ich habe natürlich keine Angst. Natürlich nicht. Warum sollte ich Angst haben? Ich und Angst. Alter, ihr mit eurer Scheißtaschenlampe. Scheiße. Ist noch eine Türe. Scheiße. Mann, ich will die Taschenlampe haben. Das kann doch gar nicht sein. Verdammt nochmal. Streichhölzer und sonst nichts. Wo ist denn hier eine Kerze? Das ist ein Geweih. Okay. Ein Globus. Obst. Ah. Ah, ah. Okay, das erhält doch die ganze Sache schon ein bisschen. So, hier liegen auch Bücher, so ein altes Sofa. So, hier, ach, das sind Gläser, glaube ich. Na gut. Ah, auch aufgemacht.
Irgendwie sieht es aus, als wenn es draußen jetzt auch dunkel wäre. Das ist natürlich super. Ich freue mich da. Wir machen mal den Kamin an. Irgendwas liegt hier vor. Ah! Das hilft jetzt nicht so viel, oder? Ich will den Kamin anmachen. Ach, Mann. Boah, das Spiel ist aber bis jetzt klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo? Ich habe keine Angst. Nein, ich habe keine Angst. Nein, Spiel. Ich habe keine Angst. Okay, da liegt ein Schlüssel. Können wir den mit... Nein, wie blöd, wir können die auspusten. Wir werden bestimmt irgendwann verfolgt und müssen das dann auch tatsächlich machen. Oh Mann, scheiße. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier teilweise mache. Wow, 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 wow. Ist hier eine Lampe irgendwo? Boah, ich muss mal kurz husten, Moment. Boah, ich habe mich irgendwie verschluckt. Ah. Ich sehe übrigens nicht mehr so viel, weil ich Tränen in den Augen habe. Habe ich gerade echt verschluckt. Weiß gar nicht warum. Boah. Nein, nicht aus Angst. Ach Quatsch, wer denkt das denn? Das ist ja lächerlich. So. Nochmal hier in dem Raum. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Schlüssel für oben. Was? Ha! Scheiß Klavier, ich hasse Musik. Ach, guck mal, eine Katze. Ja, so, ich glaube, ich würde sagen, ich mache hier eine ganz kurze Aufnahmepause. Es tut mir leid, aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Pineview Drive wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein, schönen Abend noch und bis dann. Tschö.